Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute zeichne ich einen Chihuahua auf Wunsch von Lakis Kynogopoulos. Hallo Lakis, grüß dich, du hast dir das gleich zweimal gewünscht und somit starte ich sofort mit diesem süßen Chihuahua. Das Besondere an diesem Hund ist, dass er seine Augen fast dort hat, wo seine Nase ist. Das ist unglaublich süß. Und ich hoffe, ich bekomme das auch so hin. Also wie ihr seht, habe ich bereits mit den großen Augen angefangen. Und das Näschen ist eben auch hier, hat einen süßen Mund. Und dann umrande ich jetzt mal das Gesicht so ganz fein. Ich habe ja die Polychromos, also diese, die ich bereits seit einigen Tagen benutze. Und ich habe jetzt hier diesen mittelgrauen Stift, weil ich keinen Bleistift benutzen möchte. Seht ihr das hier? Ja, müsste funktionieren. Und habe mir natürlich jetzt hier so süße, schnuckelige Chihuahuas rausgesucht. Und bei einem ist mein Herz stehen geblieben. Und das musste ich jetzt dann zeichnen. Aber ich verändere das so ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir hier einen Welpen, also so ein ganz kleiner. Hier ist der Körper ungefähr, also hier geht es weiter. Und ich mache ihn jetzt einfach als kleine Illustration, also ein bisschen noch niedlicher und noch schnuckeliger und noch weicher als jetzt im Original, weil ich das so will. Ich glaube, bei diesem Hund kann man gar nicht niedlicher zeichnen, da muss man einfach. Dnes rysuvam Chihuahua po želanie na Lakis Kynogopoulos и си избрах тук едно много сладко кученце, т.е. няколко и правя сега едно от тези няколко. Dann nehme ich jetzt das Schwarz, also Polychromos Schwarz und mache hier erstmal eine Pupille. Allerdings erkenne ich auf diesem Foto nicht so genau, was für Farben der Hund hat. Sie sind sehr dunkel. Also mache ich, so wie es hier auch in diesen Augen ist, mehrere Glanzpunkte und mache die Augen grau, also dunkelgrau. Einfach weil ich nicht genau erkennen kann, welche Farbe wir hier haben. Ich könnte jetzt braun machen, aber ja, ich habe mich jetzt für grau entschieden. Einfach weil es auf dem Bild, das ich hier erkenne, eher grau ist. Das ist ja wie so ein Kawaii-Bild. Also so ein Chihuahua ist wirklich so niedlich, dass man das Gefühl hat, man macht so diese japanischen niedlichen Illustrationen. Genau, und bei den Augen ist es wirklich so, dass man sich hier die Zeit nehmen muss, weil die auch so groß sind. So, dann haben wir hier ein kleines Näschen. Das sind hier die Löcher. Und hier machen wir das ganz fein, auch mit einem Glanzpunkt. Und jetzt habe ich hier ein rosa Näschen, also nicht Näschen, sondern um das Näschen herum ist es rosa und da muss ich auch den Mund so machen. Also das guckt total niedlich. Und um das Näschen herum machen wir auch ganz, ganz fein hier
ein bisschen rosa. So. Und ja, welche Farbe nehme ich jetzt dafür? Ich probiere es mal mit dieser Farbe, weil ich den Hund nicht zu schwarz machen möchte. Auf meinem Foto ist das eine andere Farbe, aber das ist jetzt egal. Wir machen das hier so, wie es uns gefällt. Und ich wollte dieses Rostbraune auch mal ausprobieren. Das ist das, wo ich das immer vermisst habe bei den anderen Hunden, die tatsächlich diese Farbe hatten. Diese Chihuahua ist in dem Fall anders, aber es gibt solche. Also es gibt so Chihuahuas, die weiß sind mit so ganz hellem Beige. Nun muss ich spitzen. So, und dann machen wir weiter. Hier hat mein Hündchen so einen weißen Fleck in der Mitte. Und wir machen das wie gewohnt immer in den Farben, in der Richtung des Haarwuchses. Und hier muss man sich auch wieder die Zeit nehmen, um das so auch schön zu machen. Also hier ist er dunkler. Und hier trifft sich das so ein bisschen in der Mitte. Und hier hat er auch solche ganz feinen Härchen. Und hier geht es so hoch. Ganz fein muss man das machen. Schön schraffieren. Allen neuen Abonnenten und allen Kommentaren vielen lieben Dank. Ich möchte mich jedes Mal bedanken, weil doch immer wieder neu dazukommen und immer wieder neu kommentiert wird. Danke euch sehr dafür. Ich freue mich auf alle Kommentare. Falls ich mal welche vergesse, ist das keine Absicht. Manchmal kommen einfach zu viele auf einmal unter den verschiedenen Videos und bis ich die beantwortet habe, bis ich dran bin, verliere ich sie aus den Augen. Also ich freue mich immer, wenn ihr kommentiert. Wenn es Wünsche gibt, lese ich sie in den meisten Fällen auf. Entschuldigung. Kann aber sein, dass ich nicht alles zeichnen kann, was ihr euch wünscht, weil manches nicht mein Spezialgebiet ist, sage ich mal so. Also es gibt Sachen, die ich nicht zeichnen möchte, und zwar aus einem bestimmten Grund. Ich weiß, das machen andere anders, aber ich habe gewisse Grenzen. Das bedeutet, mal davon abgesehen, dass ihr euch immer kinderfreundliche Sachen wünscht, und das ist völlig in Ordnung, wenn nicht, kann ich das nicht machen. Also wenn jemand sich etwas aus einer Serie wünscht, die, keine Ahnung, irgendwelche Action, Gewalt, Thriller oder was auch immer Helden hat, sowas zeichne ich einfach nicht. Das ist nicht meine Welt und ich schaue mir auch diese Serie nicht an und das kann ich nicht machen. Da gibt es bestimmt bessere Illustratoren, die das besser machen. Und noch etwas. Ich möchte nicht andere Illustratoren nachmachen. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel, ja, also ganz simpel gesagt, Disney Mickey Mouse, das zeichne ich nicht, weil das gehört Disney, das hat der Herr Disney gezeichnet, das gehört dieser Firma und ich möchte euch nicht hier zeigen, wie man jetzt die Mickey Mouse nachzeichnet. Ich zeichne nur meine eigenen Illustrationen. Ich kann euch zeigen, wie man ein Tier macht, weil ein Tier ist ja ein universelles Motiv, also das darf man machen. Das ist gar kein Problem. Es ist ja auch gut so, Natur und so weiter. Eigene Charaktere kann ich gerne erfinden. Also wenn jemand sagt, wie würdest du zum Beispiel, ja, so eine süße Maus mit einem süßen Bären zeichnen, das kann ich gern machen, denn das ist ja nicht irgendwo geschützt und so weiter. Aber zum Beispiel neulich, ganz liebe Grüße, ich glaube, das war ein Mädchen, sie meinte, ich soll mal Glücksbärchis machen. Die Glücksbärchis sind eine geschützte Marke. Ich will das nicht zeichnen, weil ich somit gegen, also eng genommen, gegen Urheberrechte verstoßen würde. Und das ist nicht mein Ziel hier im Kanal.
Ich weiß, das machen andere anders. Das kann sein, dass es auch gar kein Problem ist, also dass da rechtlich das in Ordnung ist, wenn man so Tutorials macht, wie zeichnet man, keine Ahnung, was gibt es da alles? Disney Frozen oder Disney irgendwelche Charaktere, ich habe euch Mickey Mouse genannt oder Donald Duck oder wie zeichnet man Superman oder. Das kann sein, dass es manche machen. Ich möchte das nicht. Ich kenne das aus dem Rechtlichen anders und ich will da nicht irgendwie anderen Illustratoren ihre Arbeit jetzt hier nachzeichnen und eventuell dann Geld damit verdienen mit diesen Videos. Von daher verzeiht mir bitte, wenn ich da das so ein bisschen das enger sehe, als das andere machen. Das ist eben mein Verständnis. Für, ja, für Zeichnen. Und ich möchte einfach hier meinen Kanal aufbauen mit meinen Illustrationen. Das bedeutet, es steht ja Danny zeichnet hier und nicht Danny zeichnet nach. Ja, also natürlich zeichne ich auch nach, aber es sind eben aus der Natur, so wie gestern. Es ist eine eigene Blume hier, es sind eigene zum Teil Entwürfe, Fotos oder Collagen, die ich da zusammenstelle. Das sind meine eigenen, mein eigener Stil auch. Ja? Ich hatte auch Lust, mal einen super Illustrator nachzuzeichnen. Ich hätte so richtig Lust, manche, also eben diese Rapunzel zum Beispiel von Disney, die finde ich so schön. Ich würde die am liebsten nachzeichnen, mache ich aber nicht, weil das ist Disneys Sache. Die machen das. Die haben das schon toll erfunden, toll gezeichnet. Ich will das nicht nachmachen. Auch wenn ich drunter schreibe, das ist die Disney Frozen. Ich weiß nicht, wie das irgendwann YouTube sieht. Disney mag das eigentlich nicht, dass man ihre Charaktere da nachmacht im Sinne von wieder Geld verdienen. Ja? Also wenn es Fans machen, das ist alles super, das können die machen, aber ich habe ja hier meinen Kanal, ich monetarisiere diese Sachen, mein Name steht dahinter, also bin die Dani. Und ja, da wollte ich euch einfach mal ein bisschen aufklären, warum ich manche Dinge nicht, weil ich nicht will oder weil ich die Idee nicht schön finde, sondern weil ich eigene gerechtliche Empfindungen habe, die ich nicht brechen möchte. Ja? Ich bin professionelle Illustratorin, ich verdiene wirklich mein Geld mit professionellem Zeichnen und das, was ich machen muss, ist tatsächlich einen eigenen Stil zu erfinden und alles diese eigenen Tiere, Zeichnungen ebenso darzustellen, wie ich dazu stehe und nicht jemanden nachzumachen. Es ist klar, dass ich auch total inspiriert werde. Also manchmal, wenn ich so tolle Illustrationen sehe, oh, da fallen mir dann plötzlich auch so viele Sachen ein. Ach, das könntest du auch mal zeichnen und ach und dies und das. Das ist auch in Ordnung, solange man das nicht nachmacht. Und sagt auch noch, das ist, ja, das hat, also so empfinde ich das. Ist aber jetzt halb so schlimm, finde ich, weil ich glaube, wir hier haben ja trotzdem Spaß. Ich glaube, dass wir auch trotzdem so richtige, also ich glaube, dass ihr auch was lernen könnt. Ich hab sehr viel Spaß mit diesem Kanal. Mir macht es richtig viel Spaß. Ich will das auch nicht aufgeben. Egal was jetzt noch kommt, das will ich weitermachen. Weil das hat sich, also für mich persönlich hat sich das jetzt so wie so ein Hobby auch, aber letztendlich bin ich beruflich Zeichnerin. Es ist, ja, ich kann nicht sagen zweites Standbein, weil man verdient zu wenig bei YouTube, um da irgendwie was, also das so wirtschaftlich jetzt groß mitzurechnen. Aber ich habe, sagen wir mal, Träume diesbezüglich oder ich würde mir wünschen, dass das weitergeht
Und keine Ahnung wohin, aber ich kann mir vorstellen, da einfach so länger jetzt bei YouTube, zumindest was meine Freizeit betrifft, auch länger dafür zu zeichnen, auch mit euch und eben auch weiterhin so Wünsche zu erfüllen und so weiter. Ja, also viel geredet. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also vielleicht, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Vielleicht kennt sich ja jemand viel besser aus als ich, was das Rechtliche betrifft und sagt, na, das ist gar kein Problem, Tutorials kannst du ruhig machen und es auch so bezeichnen. Das kann auch sein, dass es so ist. Es ist aber auch wirklich so, dass ich hier gerne das so vorstellen möchte, wie ich das mache und nicht jemand nachmache. Vor allem, weil ich irgendwo glaube, dass jeder Künstler das Beste gemacht hat und wenn jemand so berühmt geworden ist mit einer bestimmten Zeichnung oder einem bestimmten Stil, dann kann er das auch am besten. Und jeder, der das nachmacht, das merkt man dann. Und das ist also weder schön noch irgendwie erstrebenswert, dass man jetzt, sage ich mal, ein guter Nachmacher wird, ja? Das will ich gar nicht. Aber was ich toll finde, und da möchte ich euch so ein bisschen eventuell auch motivieren, macht es doch. Also wenn jemand sagt, ich finde die Frozen so schön, dass ich die nachzeichnen will, oder eben die Glücksbärchis, oder ich finde, keine Ahnung, Super Mario toll, macht es zu Hause. Setzt euch hin, sucht euch die besten Fotos raus und zeichnet es nach. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr irgendwie ja, Tipps braucht oder Stifte und so weiter, kann ich gern mal was in den Kommentaren beantworten. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr auf Instagram seid, könnt ihr mir gern eure Zeichnungen dort zeigen. Also verlinkt mich hier, ihr erwähnt mich dann und zeigt mir einfach, was ihr so gemacht habt. Sehr gerne, auch wenn ihr hier irgendwas gezeichnet habt. Also ich schaue mir das sehr gerne an und freue mich immer, wenn jemand ja, selbst auch mal was zeichnet. Ich habe auch von euch sind einige da, die sehr schön zeichnen können. Ich folge auch manchen, zumindest wenn mir das so bewusst ist, wer das jetzt so ist. Und es freut mich immer, wenn jemand so auch hier von meinem Kanal irgendwie etwas abgezeichnet hat und das dort verlinkt. Ich glaube, die Flo, die macht das so. Die hat ein Instagram-Profil und hat auch Sachen von mir nachgezeichnet, mich verlinkt und hat mich so gefreut, habe auch gerne geliked und das war super. So, ihr Lieben, viel geplappert. Ich hoffe, das ist für euch okay, falls ihr bis jetzt geguckt habt. Also, diesen Chihuahua habe ich jetzt so ohne viel erklären, gezeichnet. Es ist ein weißer, also ich habe mir das so überlegt, dass ich hier einen weißen zeichne. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist, muss ich schnell gucken. Ja, also wir haben jetzt gute 20 Minuten. Ich denke, mit diesen Stiften hier, hier sind noch meine Zeichnungen vom letzten Mal. Hier will ich das so ein bisschen rosa. Ein bisschen mehr Tiefe geben. Und ein bisschen mehr Kontrast hier und da. Einfach, dass man sieht, wo dieser Hund endet. Also ich habe ihn relativ hell gemacht. Hier über dem Auge ist er auch relativ hell. Leider sind aber diese Stifte, also hier bräuchte ich jetzt meinen Hautton, den ich leider nicht habe. Deshalb muss ich mit diesem Rost sehr, sehr fein reingehen. Und hier mache ich das auch sehr, sehr fein. Einfach, dass man die Härchen nochmal so richtig schön fein sieht. Hier machen wir einen Wuschel, weil ich das einfach liebe. Sehr, sehr fein. Und hier das winzige Näschen. Das Näschen ist nicht so winzig.
Also ich habe das hier extra nochmal verkleinert. Wenn es euch zu klein ist, dürft ihr es gerne vergrößern zu Hause. Ich fand das einfach so schnuckelig, weil die haben wirklich so ganz kleine Näschen und fast, also zumindest die Babys, fast im, ja, hier so kleine Wimpern. Ach, ist das süß. Also das Näschen ist wirklich in der Höhe der Nase. Nee, was haben wir gesagt? Das Näschen ist in der Höhe der Augen jetzt. Hier gehe ich nochmal mit Weiß rein, weil mir das Rosa hier zu stark ist. Und hier hat mein Hund jetzt so einen kleinen Fleck, weil es gibt verschiedene. Es gibt manche, die haben Flecken, andere nicht. Meiner hat jetzt hier so einen Fleck, habe ich mir ausgedacht, damit ich da einfach ein bisschen mehr Kontrast habe am Rücken, damit das nicht zu weiß ist. Und wächst natürlich hier mit den Haaren. Also dieser Roststift ist okay, kann man gut damit zeichnen. Ist ein bisschen zu blass, aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir wieder so was Blasses brauchen. Und hier der Wuschelschwanz. Jetzt mache ich so ein paar Wuschels hier. Hier brauche ich ein bisschen mehr Kontrast drunter. Ja, ihr Lieben, also ich habe das, glaube ich, jetzt so im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich fertig. Hier kann man so ein bisschen mehr, ganz fein, ganz weich. Nochmal nachmachen. Also wirklich so ganz fein und weich. Nochmal schraffieren, einfach wegen des Schattens, damit es so eine gewisse Form hat. Und hier diese Wuscheligkeit. So, aber jetzt lasse ich es. Also, ich hoffe, euch gefällt mein Chihuahua. Also ich zeichne zum ersten Mal so einen Hund und bin hellauf begeistert. Am liebsten würde ich jetzt noch eine Stunde hier rumwursteln. Aber so viel mehr wird jetzt dabei nicht rauskommen. So, das war's. Nadia, abonniert mich bitte, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Eure Dani. Tschüss.